Stuttgart. Ausscheidungsspiel zur Weltmeisterschaft Deutschland gegen Saarland. Deutschland schwarze Hose. Göttinger flankt in den Strafraum. Kopfball und gehalten. Rahn überlistet seine Leibwache, doch drei Saarbrücker Köpfe beseitigen die Gefahr. Clemens schießt und Turek fängt. Und eine Bombe von May hält Strempel im Hechtsprung. Plötzlich ein Durchbruch von Morlock. Strempel ist überspielt, eilt zurück, doch Morlock knallt den Ball ins Tor. 1:0. Schade bedient Rahn, der rechts außen gibt weiter zu Metzner. Eine hohe Flanke, doch Strempel faustet. Zweite Halbzeit, May zu Metzner. Metzner verlängert zu links außen Schäfer. Dieser Husarenangriff der Deutschen reißt endlich das Publikum mit. Schwere Zeiten für Torwächter Strempel. Er stürzt heraus, faustet, Morlock erwischt den Ball und schießt ins lange Eck. 2:0 für Deutschland. Nach einer Bombe von Schäfer schlägt Verteidiger Bieber den Ball zweimal aus dem Tor. Aber dann fällt die Entscheidung. Einen Schuss von Rahn lässt Strempel abprallen und Schade vollendet zum 3:0 für Deutschland.